Ja, ich verbinde damit eine Prüfung, die ich gemacht habe, 89, und gar nicht so viel mitgekriegt habe von der Entwicklung rechts und links von mir. Und ich war sehr überrascht, als es dann plötzlich hieß, da sind Leute auf der Mauer und sie hopsen rechts und links über die Mauer. Das fand ich unheimlich toll. Ja, und dann diese Hoffnung auf diese friedliche Revolution, anders eben als wie in China. Und dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht danach, später könnten wir ein neues Grundgesetz machen oder eine neue Verfassung. Und nicht einfach dieser Beitritt, den fand ich eigentlich nicht so gut. Ich habe gedacht schon, wir könnten mehr von Anfang an gestalten. Ja. Ja, großen Einfluss, weil danach bin ich quasi 150 Kilometer nördlich von Berlin gegangen und habe dort angefangen zu arbeiten. Ja, um auch die DDR einfach zu dem Zeitpunkt mal kennenzulernen. Das fand ich also höchst spannend. Leider sind da auch zu wenig Gespräche gelaufen über, wie habt ihr die DDR erlebt, liebe DDRler, und wie haben wir das erlebt damals in West-Berlin. Und sondern es wurde irgendwie, die DDR-Leute wurden also irgendwie mit Schonhandschuhen, irgendwie mit Glacé-Handschuhen von uns behandelt. Das fand ich nicht gut. Ja, obwohl es natürlich alles schwierig war, die ganzen Umbrüche und Entlassungen und Pipapo, aber es hätte noch ganz anders diskutiert werden sollen. Auch heftig.